Damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode Crafted Egg 11 mit mir, Basti GRG und mit meinem Kumpel, mit Heiko, der auf meiner Schulter sitzt. Und was? Der anscheinend sich teleportieren kann. Ich freue mich sehr, dass ihr mal wieder mit am Start seid für eine weitere Episode. Ich habe in letzter Zeit immer wieder ein paar Lags auf dem Server. Ich weiß nicht so ganz, was los ist. Ich freue mich aber sehr, dass ihr da seid. Lasst unbedingt einen Like da. Abonniert diesen Kanal. Wir stehen kurz vor den 600.000 Abonnenten. Es kommen hier jeden Tag so viele neue Leute auf diesen Kanal. Danke dafür und danke, dass ihr auch diesen Kanal abonniert. Deswegen, sehr, sehr, sehr cool. Und falls euch wundert, ja, in der Handcam hat sich mal wieder ein bisschen was verändert. Ich probiere ein bisschen aus, muss aber ehrlich gesagt sagen, so wie es jetzt aktuell aussieht, finde ich es fast schon mit am besten. Denn ich habe wieder ein bisschen Farbe mit reingebracht. Das alte Mauspad war mir ein bisschen zu einfarbig. Es soll jetzt aber auch gar nicht so sehr darum gehen, sondern viel, viel mehr um dieses absolute Meisterwerk, was wir hier erschaffen haben. Ich bin ein Riesenfan. Falls euch wundert, hä, was ist denn überhaupt anders? Der Ring, der war an sich ein bisschen breiter, ausgeprägter. Was ich gemacht habe, ist, dass wir das Ganze eingrenzen mit einem Ring aus Stein, der jetzt sozusagen über diesen Pfeilern liegt. Damit das Ganze aber nicht so unnatürlich aussieht, sind wir dabei sehr fleißig zu terraformen und machen da aktuell, finde ich, sehr, sehr gute Fortschritte. Müssen hier noch das Stück ein bisschen voll machen. Dann möchte ich da hinten mich um das Loch kümmern und generell vielleicht mal den Dschungel aufräumen, dass wir hier mal ein bisschen was wegholzen, damit das nicht mehr, naja, so ein bisschen schäbig aussieht. Aber ich finde es richtig, richtig geil. Wir werden an den Kanten auch nochmal ein bisschen was verzieren. Das heißt, dass wir schon das nochmal so ein bisschen aussehen lassen, als ob von dieser Base der Rand auch übersteht. Wird unfassbar geil. Wir müssen eine Menge Leaves reinpacken. Unten muss das Loch noch gefüllt werden. Es müssen generell so viele Details eingearbeitet werden. Plus, der Baum gefällt mir nicht. Wir müssen den Baum auf jeden Fall nochmal irgendwie besser, schöner uns auf jeden Fall was einfallen lassen. Freue mich aber sehr auf eine heutige geile Folge mit euch. Hoffen wir, dass wir alles soweit hinbekommen, wie wir uns das vorstellen. Und der Papagei-Kollege, der wird am besten auch erstmal eingelagert. Das große, große Problem, was jetzt hier besteht, ist, dass, wenn ich jetzt Fullbright mal ausmache, guckt mal drauf, es sieht einerseits echt episch aus, aber unfassbar gefährlich. Wir haben die größte Mob-Farm auf dem Server dort unten zu stehen. Das sollten wir auf jeden Fall nicht unterschätzen. Deswegen sollten wir jetzt erstmal unsere Schalker hier oben lieber einplanen. Ich meine, dass eigentlich meine super lieben Leute mir helfen. Also ich glaube, Noriax hatte sich hoffentlich was zum Frühstück einerseits gemacht. Ich habe dem gestern Geld gegeben, damit er sich mal was zum Frühstücken macht, weil er irgendwie, weiß ich nicht, Probleme hat. I don't know. Aber da können wir gleich mal nachfragen. Plus wollte er, glaube ich, ein bisschen Dirt holen. Wir können ja mal anklopfen. Bro, was geht denn hier ab? Homie einfach mit. In Steyr, ja. Eine Yo. Bestie GHG. Alter, Basti, was geht ab, Mann? Was geht bei euch ab? Illegale Sachen machen auf dem Server. Scheiße, sieht aus wie Homie. Hallo. Das hat schon, wer hat das davor gemeint? Marcel? Er meint, Homie ist mein Vater. Norax, wie war dein Frühstück heute? Ich habe, hast du Insta-Story gesehen? Nee, oder? Zufälligerweise nicht, nee. Okay, nee, ich hab versucht, also meine Mom war nicht zu Hause. Dann habe ich halt in meinen Kühlschrank geguckt und da war halt also kein Brot mehr, aber ich habe mir Toast geschmiert. Ich habe mir so 4 Toastbrote gemacht. 4 Toastbrote? Ja, aber dann habe ich auch zeitig um 12 Uhr Mittag gegessen direkt. Digga, 4 Toastbrote ist hart. Was hast du dir da aufgeklärt? Nee, kurze Frage, ist 4 Toastbrote viel? Ja, sehr viel. Nein. Nein, what the f***? Ich finde, das ist eine normale Menge. Viel. Also ich frühstück nicht so gerne viel und ich kann morgens auch irgendwie nicht essen, ich weiß nicht warum. Aber 4 ist, glaube ich, normal, oder? 4 Toastbrote, ja. Also, normal. Aber wenn man sich, ja, wenn man die sich so stackt, finde ich 4 sehr chillig. Ja, 2 Sandwiches. Genau. Halt. Ja, auf jeden Fall ist ja schon mal gut, dass du überhaupt was gegessen hast. Das ist vom Hugo gesagt. Nein, auf gar keinen Fall. Hugo, mach doch. Mann, Digga, jetzt chill mal, Alter. Das ist... Der Plan für heute ist auf jeden Fall, ja, erstmal das Terraforming, dann jetzt mal mit dem Dirt fertig zu machen. Darum kümmern wir uns gleich. Ich wollte jetzt erstmal aber mich erstmal simpel darum kümmern, dass wir hier kurz mal ein bisschen aufräumen, weil da waren so viele freistehende Bäume und so, das war ein bisschen Pain. Deswegen kümmern wir uns mal kurz darum. Jetzt ohne Lags, mit voller Konzentration, weiter ans Terraforming. Danach haben wir noch eine Menge zu tun. Also, was jetzt auf jeden Fall wichtig ist, hier baut unter anderem auch, by the way, Reese. Da grätschen wir nochmal nicht rein, aber wir werden mal diesen Abgrund ein bisschen machen. Was ich aber eigentlich sehr, sehr cool finde, ist wirklich, wie dieser Steinring hier so ein bisschen frei liegt. Also, ich finde das schon fast irgendwie ästhetisch, wie hier so ein größeres Stück einfach zu sehen ist. Weil ich ja generell das hier so freistehen haben möchte. Ich glaube, ich würde das Ganze jetzt einfach hier so ein bisschen abschließen, hier noch sauber machen. Aber ich würde ihn eigentlich jetzt hier sogar freilassen. Nur ist halt trotzdem wichtig, dass wir solche Sachen hier schon, also sowas müssen wir halt auf jeden Fall jetzt schon zumachen. Das können wir jetzt nicht einfach offen lassen. Da nehmen wir dann trotzdem einfach mal Dirt drüber. So.
So, das sieht doch erstmal ganz gut aus. Ich muss euch auch irgendwie sagen, ich finde es eigentlich auch echt süß, dass Reese hier halt so seine kleine Starterhütte hat, weil ich finde diesen Kontrast zwischen halt Retalk so, yo, hey, wie macht man nochmal das Item und so? Bro, einfach das und dann ist da halt hinter das. Ist schon geil. Wir sind die letzten Überlebenden. Ja, was geht ab, Mann? nach der Nachricht kann ich dich jetzt auch nicht so hängen lassen, also. Ich hab's extra geschrieben. Ich sag dir auch ehrlich, wenn du Tab drückst, ich dachte mir so, okay, also sie schreibt in Caps, was geht ab. Ich glaube, da wird halt keiner schreiben von den Atzen, ne? Da wird keiner antworten. Also hast du aus Mitleid nur geschrieben, ja? Nein, ich hätte natürlich, ey. MP, represent, ich bin. MP, represent, ich kann das alles nicht hier. Was machst du hier alleine? Ja, ich baue ein bisschen am Loch. Ich hatte gerade eben noch, also momentan, ich weiß nicht, ob du das auf dem Discord so mitbekommst, aber es gibt momentan bei manchen Leuten richtig krasse Probleme mit dem Server. Es ultra laggt. Ja, bei mir unter anderem sehr. Aber jetzt gerade geht es mal. Also, es war jetzt die letzten Tage sogar so krass, dass ich immer so zwischen 19 und so 23 oder so. Hat sogar Voice-Mod. Einfach, Voice-Chat hat so geleckt. Ich musste mich einfach muten, weil die anderen alle wie Roboter waren. Aber nur die. Es war ganz merkwürdig. Hä? Ja, super, super strange. Aber heute ist gefixt? Naja, also jetzt gerade, so seit 10 Minuten. Davor war es die ganze Zeit schlimm. Oh Leute, wir machen jetzt ein bisschen auch Stormbricks, Mossy Stormbricks, würde ich sagen. Aber machen wir auch so grünen Terrakotta an die Ränder? So, dass wir jetzt ein bisschen, das, als ob das halt da so abblättert. Machen wir das dahin? Ich würde Stormbricks, Mossy Stormbricks auf jeden Fall machen, dass das da so durchkommt. Aber machen wir auch grünen Stuff? Boah, ist das nice, Leute, wenn wir so dann ab und zu auch so eine Stair reinpacken. Also, dass wir jetzt einfach so willkürlich in den Stein zusätzlich das so mit einarbeiten. Die Decke machen wir noch dichter, auf jeden Fall. Die Decke will ich noch von unten noch ein bisschen bearbeiten. Da hasse ich mich selber ein bisschen für, dass ich von unten mit Scaffoldings danach da oben muss. Aber ja. Da kommt auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen was. Aber ich glaube, wenn du jetzt von oben hier guckst, das sieht schon ganz cool aus, wenn jetzt ab und zu so ein bisschen Stormbrick-Zeug da drin ist, oder? Ich muss dir noch Props geben, ne? Wofür? Als es Manhunt war, ich habe ja alle immer wieder belehrt, dass sie so ultra langsam ihre Totems refillen. Dass sie halt alle mit der Maus das so langsam da reinziehen. Und bei dir, als ich den Clip gesehen habe, als du fast gekillt wurdest, bla bla bla, wo es darum ging, hey, soll ich mehr alle killen? Du hast mit Hotkey, du hast F gedrückt. So, keiner hat das gemacht. Selbst Hugo nicht und so. Die haben es alle nicht gerafft. W, ich kann mich, um echt zu sein, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, so richtig. Also hast du es einfach intuitiv gemacht? Ja, ich glaube schon. Boss. Aber true, das hab ich habe das danach auch in dem Clip gesehen und das war wirklich ein Quick Switch, ne? Ja, for real, du hast einfach, also, keine Ahnung, also dass du da nicht gestorben bist, du warst schon low da, also das war jetzt nicht ohne. Ja, da kommt wohl der 1v1 aus mir raus, was soll ich sagen? Oh nein. Weil man muss mir. Ich wollte gerade. Ich wollte jetzt gerade. Ich habe tatsächlich früher Timolia gezockt, aber ich war wirklich nicht gut. Erzähl mir dein Minecraft-Background, bitte. Ich habe das früher angefangen wegen meinem Bro. Also, weil die ja mit den ganzen Jungs haben die immer Minecraft gezockt. Er ist 2 Jahre älter als ich. Mhm. Und dann habe ich ihm immer zugeschaut und so. Fand es richtig nice. Und irgendwann hat er dann zu meinem Vater gesagt: So, MP braucht einen PC. Dann habe ich erst einen alten Büro-PC von meinem Vater gehabt. Ja. Weil mein Bruder dann einen neuen bekommen hat. Dann habe ich da ein bisschen immer gezockt. Aber ich habe eher so Jump and Runs und so gezockt, weil das konnte immer besser als das Su-PvP. Aber das habe ich auch auf jeden Fall ein bisschen probiert. Okay. Ich bin halt nicht so begabt mit 1, 2, 3, 4, weißt du, das in meine Hotbar unten zu switchen. Verstehe. Aber hast du dann auch gegen deinen Bruder, habt ihr auch so 1v1s gemacht? Dann hing manchmal so der Hausding so ein bisschen schief? Wir haben ab und zu over 1v1s gemacht, aber mein Bruder war selber nicht so überkrass. Wir hatten einen Homie, der war richtig krass da drinne und der hat dann aber immer der hat mich völlig auseinandergenommen. Da konnte ich halt gar nichts machen und deswegen, das war dann nie so spaßig, da hatte ich nie so ein Erfolgserlebnis. Danke für den Primestar. Okay, also hast du das schon ein bisschen, du hast da ein bisschen reingesweatet. Okay, krass, das wusste ich alles gar nicht, dass der Minecraft-Background so ein bisschen größer ist. Doch. Ich spiele das schon, seitdem ich, wie alt war ich da? Weiß ich nicht, da war ich auf jeden Fall klein. Ich würde sagen, ich glaube 9 oder so. Du warst 9 und hast Minecraft gespielt? Oder? Ich war. Nee, warte mal. Wie alt? 9 ist. 11 Jahre her? Also. Ja, kann sein, oder? Also ich habe vor 11 Jahren auch Minecraft gespielt, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich also dann jetzt mit 15 einfach mal so, also in der Timoria Lobby einfach mal so gegen eine 9-jährige Merleperle gekämpft haben soll. Stell dir mal vor, du kämpfst einfach gegen so einen 9-jährigen oder eine 9-jährige. Doch. Mein Homie meinte, kommt hin. Irgendwie so, mit 9. Doch, ich glaube schon. Ja, okay, krass, bist ja OG. MP-OG. Ja, oder irgendwie so 9, 10, 11, irgendwie so. Keine Ahnung.
Okay, Leute, wir kümmern uns jetzt mal ein bisschen. Boah, reicht das? Oder will ich, soll ich noch ein bisschen Terrakotta einarbeiten? Es gibt schon ein bisschen ruinigen Vibe. Aber eigentlich irgendwas fehlt da noch. Vielleicht noch mehr Moos oder so? Noch Moos dazwischen? Terrakotta? Irgendwie was Grünes? Aber irgendwie sehen die schon noch ein bisschen Lost in Space aus. Sieht ein bisschen random irgendwie aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, da muss noch ein bisschen Kontur rein. Ich will echt nicht dieser eine edgy Typ jetzt sein, aber wird es euch was ausmachen, wenn wir auf Discord gehen? Nein! Sorry, was? Also können wir im Craft Attack Discord einfach, können wir in so einen Channel gehen. Es tut mir leid, dass ich derjenige, dass ich der Guy bin, aber... Ja, okay. Mann, Basti, du bist der Wirt. Ey, for real, ich hab's hier richtig weit oben heute. Yo. So, ist besser? Ja, es ist so viel. Yo! Ich bin so auf der Seite, warte, ich muss mal lauter machen. Leute, ich muss jetzt nach da oben mit Scaffoldings das Ding von unten nochmal ein bisschen fester machen. Und ich glaube, das wird sehr, sehr, sehr krampfig. Aber ihr versteht, es muss halt gemacht werden, weil diese Decke kann ja nicht nur ein Block dick sein, oder? Aber ich weiß nicht genau, wie ich das machen möchte. So 2, 3 Blöcke einfach. Ich glaube, wenn ich jetzt erstmal so einfach ein bisschen was daran kleister, dann wird das schon. Soll ich mir einfach mit Dirt... Oh mein Gott, ich muss aber erstmal, bevor wir irgendwas machen... Der Kollege Baum, der wird abgerissen. Ich kann ihn nicht sehen. Du kannst eine zweite Ebene drunter bauen mit ein paar Blöcken Abstand und innen dann verbinden. Also, dass ich mir einfach statt Scaffoldings das einfach mit, dass ich einfach jetzt sozusagen eine Dirt-Linie hier mache. Eine Dirt-Schicht. So einfach 3, 4, 5 Blöcke so drunter. Ich glaube, das ist fast schon besser zum Arbeiten, ne? So. EHG Gaming! So, jetzt haben wir es auch wieder, oder? Ja. Yeah. Was läuft? Yo! Jorge! Lecker, lecker Bierchen! Wie klingst denn du? Ja, gut oder nicht? Nee, Stegi. Nein, wir meinen Henke. Hast recht. Warum denn? Nein. Was ist denn dein Problem mit bei mir jetzt? Danke dir. Knorke, danke dir auch. Ich hab kein Problem mit dir, Stegi. Nee, aber sie hier. Merle? Sie hier. Henke. Nee, aber sie hat gerade gesagt, hey. Nee. Oh nein, ihr seid immer noch Roboter. Oh nein, ihr seid immer noch Roboter. Die Verbindung ist immer noch nicht gut, aber passt schon. Baume, du musst dein VPN tunneln. Geht das mit einem Warp von Cloudflare? Warp? Ich hab's mit. Ich musste mir WireGuard runterladen und dann habe ich da das getunnelt. WireGuard? Ja, WireGuard kann ich noch nicht empfehlen. Aber Homie. Das Stream unterbricht, wenn man VPN anmacht? Wenn ich jetzt so bei mir nicht, aber mir hat gerade Homie geschrieben, das, was du gesagt hast, das könnte gehen. Mit einem Lul. Okay. Probier's mal. Lul. Glaubt ihr, der Aufwand lohnt sich am Ende? Es sieht von unten halt dann echt besser aus, ne? Es würde von unten echt nicht gut aussehen, wenn wir halt da so eine Steinfläche haben, ne? Das ist schon wichtig, das sieht schon sehr, 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 sehr viel besser aus. Ey, das tut mir leid, ne? Das ist halt jetzt übertrieben der Grind für eine Sache, die am Ende vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, aber wichtig. Ich glaube, das große Loch an sich ist das beeindruckendste, aber sehr geil. Ja, check ich. Aber ich glaube, gerade die Detailarbeit ist jetzt halt super, super wichtig. Weil, guck mal, es sieht schon ein bisschen dumm, es sieht schon low aus, wenn das jetzt halt gefühlt so ein Papier ist und das ist hier so ein Block dick. Und das müssen wir halt von unten so bearbeiten. Und allein jetzt nur die Ecke hier sieht so viel cooler aus, dadurch, dass da einfach ein bisschen was abgeht. Was, du brauchst Raketen? Ach, Henke, du brauchst mir ein bisschen oft irgendwie was, ne? Es kann ja nicht sein, dass alle Leute, die am Anfang neu im Projekt sind, sagen am Anfang, ich brauche mal das und das. Du kommst aber immer auf Repeat, Bro. Ich habe dir vorhin 3 Stacks gegeben. Die Dinger hast du. Nein, nein, ich habe. Was bin ich für dich? Bin ich für dich für diese Amazon-Button, die du immer wie, weiß ich nicht, bei deinem Geschirrspüler hinpackst und dann drückst du da einmal drauf und bist danach hast du, weiß nicht, hast dir Calgon direkt wieder neu bestellt. Naja, sag doch an, komm. Ja, ja, ja. Ich brauche Raketen. Ja, ich muss dich auch mal aus dem Nest jetzt mal langsam lassen, mein Bester. Du musst doch mal mit den. Ja, das kannst du ja beim nächsten Mal machen. Ich brauche dir auf jeden Fall. Digga, der nimmt sich wieder. Der nimmt sich wieder 3, ne? Der hat heute. Der hat 6 Dinger hat er da verbraten. Also ich. 6 Bro, aber wo sind die ganzen Raketen hin, Henke? Ich habe einfach keine Digga, der verpulvert die Dinger aus Langeweile. Der hat irgendwie. Oh, Flieger. Ich bin am Meilen sammeln. Meilen. Ja.
Wenn ihr jedes Tier auf der Welt sein könntet, welches würdet ihr sein wollen? Känguru. Gibbon. Känguru? Wieso? Ich dachte auch an Känguru, aber dabei denke ich das gar nicht. Ich würde sofort so anderen Tieren aufs Maul hauen. Deswegen. Aber nur wenn ich ein Känguru wäre. Warum hat noch keiner Faultier gesagt? Ich glaube, die haben schon ein stressiges Leben. In ihrem Kopf. Das lässt sich auf viele Menschen übertragen, diese Logik, finde ich gut. Wenn du ein Faultier bist, dann natürlich, das sieht von uns außen, sieht das sehr chillig aus, aber die denken ja, Alter, ich muss zu diesem Baum rüber, aber ich bin so langsam und es strengt mich alles so krank an, was ich hier mache. Und dann machst du so, oh, ein Arm, oh Gott, noch ein Arm. Keine Sorge. Und dann fällst du runter und dann nochmal alles von vorne. Ich glaube, ich werde dead, erst so ein Orang-Utan oder so ein Scheiß. Ich sag dir, ich glaube, so ein Wildschwein. So ein Wildschwein und dir gehört einfach so ein Wald. So eine alte Wildsau. Einfach ein paar Vorstädler terrorisieren. Ja. Einfach mal Berlin so komplett auf links drehen, weil du wieder nach Oberkostüm. Ja, aber nur Spandau, Alter. Ich hab mal eine Frage an euch. Wenn ihr jemanden fragen würdet, was für ein Tier ihr für diese Person seid, und die Antwort von der Person wäre, du bist für mich eine Ameise. Was wäre das für euch? Wäre das was Positives oder? Nee. Klingt irgendwie abwerten. Ja. Negativ an dem Punkt, wo ich es als Beleidigung auffassen würde. Ja. Dann nochmal kurz. Würdet ihr verstehen, wenn man jemanden, zum Beispiel mich, eine Hyäne nennt? Ja. Das ist ein willkürlich gewähltes Beispiel. Eine Hyäne. Hyäne. Das will ich schon checken, ja. Ja, eine Hyäne. Eine Hyäne. Wirke ich wie eine Hyäne? Ja. Oder einen Aasgeier? Ein Aasgeier ist gut. Okay, das ist wild. Hi, danke. Ein Aasgeier ist krass. Gut. Ja, dann erst nochmal Feister, danke dir für deine Einschätzung, dass du sagst, dass ich eine Ameise wäre. Mama, du brauchst was? Warte, ich muss weg. Aber was war die Begründung dafür? Vielleicht gibt es eine gute Begründung. Ja, weil ich halt super fleißig bin und sehr viel mache. Also, wow, wir hatten auch einen Typen, der allen in unserer Schulzeit immer ein Tier zugewiesen hat. Und ich war meine Gans. Aber ich will noch. Oh. Ich hab danach auf Elefant korrigiert. Jo, du danke bist dir. Eule. Naja. Mango. Eine Eule? Du bist eine f***ing Eule, ja. Jo, 100%. So eine richtig saure Eule. Okay. Nice. Ja, aber ich finde Eule unfassbar positiv. Ich glaube, letztes Mal haben wir noch drüber geredet. Eule ist cool. Eule ist sehr intelligent, bewandert, cool. Sehr mystisch, sehr, sehr positiv. Aber ich finde bei diesem Tierspiel, Vögel zu nennen, immer ein bisschen lame eigentlich. Ja, aber wenn du jetzt ein Adler bist oder so, ist ja auch irgendwie cool. Ja, okay, aber Adler ist zu stereotypisch, da bist du ein komischer Typ. Wenn Leute dich als Adler sehen, dann bist du eine Red Flag. Also dann bist du jemand, der bei Top Gun mitspielt. Frankfurter. Was wäre ich? Habt ihr ein Tier für mich? Frankfurter? Eine Katze. Oh. Also ja. So schaut. Nee. Du bist ein Lux. Ein Lux? Mm-mm. Ein Lux, ohne zu wissen, was es ist. Du bist eher eine Möwe. Du bist eher eine Möwe. Ich glaube, ich würde sagen, so ein Panther oder sowas. Oh. So ein Leopard-mäßiges. Ja. Nee, kein Panther. Ja, doch, ich würde auch. Ich weiß gerade nicht genau den Unterschied, aber dieses Panther, was kommt sehr elegant so läuft mit den Flecken. So ein schwatter Panther. Ja. Aber wenn ich dann eine Eule sein soll, was ist Basti dann? Ein Delfin? Delfin? Weil Delfine sind smart. Die smartesten Tiere. Kannst du Delfin nachmachen? Basti ist ein Rabe für mich. Weil Feister das gerade erzählt hat mit dem Elefanten davor. Rabe, stimmt. Basti ist ein Rabe, smart. Ein Rabe? Raben sind richtig smart. Rabe, ja, Basti. Mann, bin ich Gulliver von Benjamin Blümchen oder was? Wer bin ich denn bitte? Ja, nee, du bist Rabe Socke, bist du. Mann, Bro, ich will doch kein, also Raben. Och, Basti ist doch kein Rabe, hä? Rabe? Ja, da ich Basti noch nie in echt gesehen habe. Bin ich jetzt aktuell ein Rabe, dann bin ich jetzt abgestellt als Rabe. Nee, du könntest auch, jemand sagt im Chat Puma. Ein Puma, maybe? Nein, nein. Löwe. Ich kack Vincent Raven auf die Schulter. Ja gut, Raben sieht schon irgendwie ganz cool aus, ne, aber... Ja, klar, sag doch. Rabe. Aber ich sag, du findest auch ein cooles Ameisenbild. Mann, jetzt sei ruhig mit deiner Ameise da, du. Oh, Oktopus auf Wilder Call. Mann, das ist Oktopus. Okay, das ist ein V oder so ein V ist doch auch krass, aber kam noch gar nicht in die Runde. Vogelstrauß. Vogelstrauß. Ja. Ich glaube, ihr kennt mich nicht so lange, aber habt ihr für mich ein Tier irgendwie, was passen würde? Du bist ein Bär. Eine geile Sau. Wirklich? Ja, so. Gomm ist ein Bär. Gomm ist wirklich ein Bär. Aber so ein richtig Lieber. Doch. Löwe. Ja, genau. Löwe. Ey, Leute, bei aller Liebe, jetzt muss ich hier reingreifen. Jetzt ihr gebt Gomme hier, ohne zu überlegen, sofort den Löwen. Bei mir seid ihr bei Oktopus und Raben. Also bei aller Liebe. Den Löwen geben. Nein. Gomme halt den Bär, der ist gut. Gomme könnte so ein Grizzly synchronisieren. Safe. Willst du ein bisschen mithelfen, Norax? Ja, na klar. Was soll ich machen? Du kannst, wenn du möchtest, noch mit zusätzlich Dirt, kannst du ein bisschen die Wege noch so weiter ausweiten, dass man da überall rankommt.
Okay, Basti, überall rankommen. Genau. Willst du nicht Henke helfen, dem Arm? Der hat Hunger. Wie verrückt. Henke hat noch nicht einmal Bitte gesagt, weißt du? Ich muss ehrlich sagen, das ist das erste Mal, dass ich etwas komplett frei Hand baue, ohne irgendwie... Ich habe immer nur mit Tutorial-Sachen einfach nachgebaut, weil ich irgendwie Spaß dran hatte. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe das berechtigt gemacht, weil ich, wenn ich selber was baue, sieht das irgendwie... Das klingt... Nein, du bist aber sehr selbstkritisch. Hä? Aber es sieht einfach nicht so stimmig aus, wie, als wenn das jemand macht, der Ahnung hat, weißt du? Ich guck mir die Möwe mal jetzt mal an. Oh nein. Nee, das hast du. Warte mal, Luna, meinst du gerade die Möwe? Ja, das sieht super valid aus, hä? Die Möwe sieht irgendwie. Also, ich habe auch noch nicht geklärt, wo der Eingang ist, so richtig. Aber ich glaube, ich mache jetzt doch den Hinterkopf. Es gibt einen Eingang in die Möwe? Ja, es wird eine Wohnung. Ja, hä? Die Möwe. Also, Möwe. To be fair, ich habe auch kein Möwen-Tutorial gefunden. Also, hast du es probiert? Ich habe versucht, irgendwas zu finden, aber ich habe nichts gewonnen. Also, weil ich. Oh. Nein, das die ist doch putzig. Die ist doch so gut. Okay. Danke. Du wolltest, dass du deine Skizze wie bei Heiko und jetzt baust du bald so eine 2000x2000 große Möwe. Ich habe euch eigentlich nur getrollt. So ein Tag später. Nee, ich finde, die geht voll klar. Ey, danke, Leute. Also, ich, I'm working on it. Das wird mal besser. Yo, Bastion, oder? Was geht ab, Mann? Was jetzt Prismarin mit Netherbricks kombiniert? Okay, warte mal gerade. Findest du das hässlich? Nee, das kann man machen eigentlich. Nee, Melle, hast du Prismarin mit Netherbricks? Das ist aber noch Zielbruch. Das ist legit Zielbruch. Ja, okay, sag bitte. Ja, die Farben beißen dich schon krass, ne? Hä, findest du? Aber du kannst da mal ein bisschen kochen. Nee, dann komm mal mit. Guck dir mal hier die Wand an. Das finde ich sieht cool aus. Ja, kannst du ja am besten oxidieren. Ja, genau. Die oxidieren und dann werden die so Dings. Das war nicht mein Plan tatsächlich. Aber die sind halt erst über nächsten Monat dann oxidiert. Hast du gerade hart, Basti? Ey, warte mal gerade, was ist denn das hier? Hab mich auch erschrocken, ja. Gänsehaut. Also, du kannst mich... Hey, was, ich brauche mal Ästhetikberatung. Und, naja, ich würde es jetzt halt mit Dark Prismarine und dann halt nochmal oxidierten Kupfer bauen. Also, Merle, fertig. Ich sehe, was hier passiert. Nein, Basti, mit der Schiene kannst du nicht kommen. Ich habe das wirklich nicht gesehen bei dir. Real Talk. Das sieht man selten. Aber ich muss halt tatsächlich sagen, das wäre mir halt zu eintönig in meinem Keller da unten, ne? Schön, jetzt mal frech werden. Ja, das sieht ja das wirklich so aus. Komm. Wäre ehrlich krass, ne? Wäre ehrlich krass. Klingt hässlich. Nein. Ernst, nein. Lass das so, sag ich. Real Talk wäre krass. Zurück. Wirklich, ändere jetzt das ganze Haus zu dir, Blöcken. Mellefelle, kannst du das betrassen? Ja, das war doch ein Geschenk an mich, oder? Weißt du, tu's. Nein, ich setz dir schon wieder hin. Nein. Soll ich aufhören? Ja, lass sie. Okay. Mann, Digga, lass sie, sie hat, sie hat. Verdammte Scheiße. Also das findest du besser? So ich finde es besser auf jeden Fall. Ach du heilige Scheiße. Aber das Vorrat hat sehr gestorben. Nee, das ist ja gigagroß. Ist echt nicht geil. Das sieht totarsch aus. Abbruch. Hast du Nigel? Dann nimm einfach Quarz, Rita, mit Quarz machst du nichts. Darf ich mir das mal angucken kommen? Wo seid ihr denn? Ja, bitte, Masat, komm zu mir ins Loch. Okay, wo muss ich hin? Dodo, danke dir für 5 verschenkte Subs. Wo muss ich hier hin? Wo ist das Problem? Einmal hier runter. Hier ist das Problem. Die Blockpalette ist von Merle Perle Original. Prismarine, yeah. Sea Lanterns, Dark Prismarine und Netherbricks. Mhm. Nun, wie finden wir das jetzt? Ich finde es sehr, also es erinnert mich so ein bisschen an die Wither-Höhle, oder? Sie findet es nicht gut. Welche Wither-Höhle meinst du? Nein, unter den Bergen, mit dem Orden. So Ancient Cities. Ancient Cities! Ehrlich, sag dir ganz ehrlich, lass los, mach den hier. Nee, dann war es doch nicht Wither, dann war es Morden. Mann, schütt das Loch zu. Ich hau da also jetzt bei mir sieht es auch nochmal anders aus, wegen Texture Pack, ne? Bei mir sieht es nochmal ganz anders aus. Aber ich mach mal kurz Texture Pack weg, warte. Nein, ich sag ganz ehrlich, du machst nichts falsch, wenn du jetzt statt Nether Bricks jetzt einfach da Quarz reinhaust. Ich glaube, es sind die Nether Bricks. Es sind die wirklich die Nether Bricks, ja. Ich guck mich hier mal kurz um. Ist die Base nicht oben der Ring? Was heißt nochmal konkret? Kann das wer übersetzen, bitte? Zement? / Status Bambus. Ja, ich muss das machen, weil. Beton. Hab ich mir was getraut. Weil vom Chef den Tote gepumpt. Maluna, hast du einen Bogen? Nee, nicht dabei, aber ja, hab einen. Schade. Ja, sonst okay, Leute. Ey, Alter, habt ihr einen Dachschaden? Was macht denn das Ding von meiner Base? Habt ihr einen Dachschaden? Sag mal, seid ihr plemplem? Ich kann was ja jetzt töten! Hoch zu essen!
Boah, Bro, ich würde durchziehen gerade, ne? Oder diese Ziegel zum Beispiel. Oder das Rote. Am Ende, Merle, muss es nur dir gefallen. Ich bin aber überfordert, leider. Ey, was sind die Koordinaten, wo ihr seid? Erklär mal jemand, von einer Kuppe jetzt einfach hier. Zu dem Donut, der im Wasser ist. Okay, schauen wir das hier. Auch mit Ach so, hoch. Dieser Bogen. Was? Nein! Wow. Oh mein Gott. Du stand so weit weg. Norex, ich hol dich ab. Schämlich, Norex. Nein. Merle stand drin, aber sie, ich hol dich ab. Wo bist du? Ist das krass. Das ist so. Ein Stack Diablöcke. Ein Stack Diablöcke. Real Talk. Norex. Alles ist da, alles ist da. Okay, dann passt alles gut. Das war das letzte Mal. Real Talk, Norex muss echt übertreiben. Real Talk. Ja, sogar was über Fitner? Ja, Bro, was hast du denn gedacht, was du da gemacht hast? Ich wollte Merle hier, sag mal Koordinaten. Was würdest du sagen, welcher Maßstab? Ich hab's schon abgesteckt mit den großen schwarzen. Lass den Werwolf frei, Basti. Norex, du musst dich zusammenreißen. Sie ist auf die Erziehung meiner Mutter gegangen. Mann, Bro, du hast halt in ihrer Base was weggesprengt. Natürlich ist sie mad. Weißt du, was sie gemacht hat? Was denn? Sie ist seit Tag 1, sie ist neu in Craftic wie ich, respektlos. Sie hat keinen Respekt. Wir haben alle so gegeneinander so ein bisschen Respekt bei Frau. Du rennst gegen der Wand, was willst du jetzt machen? Willst du sie in Minecraft PvP jetzt töten oder was? Ich werde sie Crystal PvPen. Bro, ihr Bett einmal mit Obsidian, mit Wasser füllen, außen einen Guardian hinbringen, Norex, und ihr Projekt versauen. Ja? Guck in dein OBS-Fenster, Guck dich mal selber an. Fettige Haare. Nein, es geht darum, Bro, guck dir mal selber in die Augen. Ja? Und realisier, was du gerade von mir gibst. Du hast recht, Mann. Das ist der falsche Pfad. Bro, du willst gerade Merle-Perle wegcrystallen. Ja, aber was ist aus dir geworden? Das ist die dunkle Seite, weißt du, Basti? Mann, Bro, was kommt aus dir raus? Der 12-jährige Gommespieler? Nein, der Auserwählte. Bro, wir haben gestern darüber geredet, du willst jetzt langsam erwachsen und ein bisschen eigenständig werden. Du willst frühstücken, du willst mit deiner Mutter mal zusammen frühstücken. Du hast recht, ich soll sie mit dem Schwert auskritten. Nein. Danke für den Tipp, Basti. Rein. Rein. Norex, rein. Ja. Jetzt, aber jetzt Chris, du mich doch nicht weg hier drin, oder? Einfach ein bisschen über deine Taten nachdenken. Okay. Ich hab schon den Bambus-Tag drin. Nein! Überendet, ich bin tot! Wenn das explodiert, ich bin tot! Wie soll ich hier rauskommen, ohne zu sterben? Ich muss mich ausloggen! Bleib ruhig. Bro, du spielst mit dem. Ich hab so Angst gerade, ich mach meine Maus aus. Wenn ich einmal auslösen klicke, ich bin tot. Bitte, Basti. Norex, du denkst einfach ein bisschen darüber nach, wie es ist, mit diesem Crystal zu spielen. Du musst ein bisschen Verantwortung haben. Drop mir noch einen zweiten Tote, bitte. Warte, ich mach Thumbnail kurz. Okay, ich lächle. Danke. Ich bin wirklich tot, wenn das passiert, oder? Ich weiß. Obwohl, nee, ich bin nicht auf der Höhe. Ich bin so ein bisschen Nein, da machst du keine Crystals hin. Das geht nicht. Ey, nein, Basti. Mann, ich schwöre so Merle und so checken nicht, was das ist und dass das hier hochexplosiv ist. Ich sag dir eine Sache, wenn es Nacht wird und Skelette kommen und dich sehen. Nein, Basti. Ey, Basti, mach mal nicht, Bastian. Du bleibst jetzt erstmal drin. Du denkst jetzt mal ein bisschen drüber nach, was du eigentlich hier fabrizierst. Okay. Kannst du so ein bisschen so. Soll ich mal Luna, und Merle-Perle mal schreiben, dass sie mal beide mit dem Bogen hierher kommen sollen? Nein, das bringt nichts, Mann. Merle kennt keine Grenzen und die versteht nicht, wie viel mir das wert ist. Nur du und ich als echte Crafter, als Minecraft-Liebhaber verstehen, wie wichtig uns Null Tode ist. Oder nicht? Nein. Bitte nicht. Basti! Ich muss offline. Norex. Nein! Merle, hör auf! Merle, du checkst nicht, wie wertvoll das ist. Du weißt, du hast keinen Spaß mehr, wenn das jetzt passiert. Merle, ich habe kein Leben, ich habe keine Freunde, ich habe nichts zu verlieren. Ich werde den ganzen Abend damit verbringen, deine ganze Base auf Null. Merle, chill for real. Merle, du weißt nicht, guck mal, der Meister sagt, dass du chillen sollst. Du weißt nicht, ich bin tot. Nein, das ist doch Was? Hä? GG, he escaped. Ah, er hat selbst gereloggt. Digga! Oh mein Gott, das war gefährlich. Digga, was machst du? Norex, wir sind jetzt hier, um jetzt mal ein bisschen Tacheles mit dir zu reden. Oh. Stegi, leg die Waffe weg. Du nimmst das nicht ernst, oder? Du wolltest vorhin noch nicht roleplayen, als es darum ging, mir Schuhe zu verkaufen. Nein, das ist deine letzte Chance, du weißt es nicht. Stegi, warte, es ist meins. Rheinland-Pfalz, meins. Du wirst jetzt mit mir den Schuhverkäufer roleplayen. Wenn du es nicht gut genug machst, wird es eine Zündung geben. Nein. Warte. Hallo, schönen guten Tag.
Hallo, wie kann ich dir denn helfen? Ich suche noch ein paar Schuhe, bin mir aber sehr unsicher aktuell. Ja, da sind sie hier goldrichtig. Das Unternehmen wird in der 8. Generation geführt. Mein Urgroßopa hat schon Schuhe gemacht und ich führe dieses Geschäft weiter. Haben Sie da... Ja, ich habe ja ziemlich große Quadratlatschen. Ich wollte fragen, welche Größe? Ich müsste einmal Ihre Füße sehen und ausmessen. Ihre Füße, ihre Sohlen, der Herr. Ich suche eigentlich ein recht simples, luftiges, sportliches Sommermodell. Sommermodell, da kommen Sie auf Mittelgang 3, da habe ich was für Sie, wa? Und zwar, wie heißen diese Treter, wie heißen das hier, so, nein, ich hab's vergessen, wie heißen diese offenen Schuhe? Diese Sandalen. Sandalen, nee, diese Birkenstocks. Ich will keine Sandalen. Ich bin ein Gladiator. Aus einer anderen Dimension. Und nein! Mann, Digga, meine Nachbarn, ich hab Fenster auf, Basti. Die haben ein Kind da drüben. Mann, Digga, der kleine du Dennis. Du brüllst um 12:30 auf dem Montagmorgen, dass du ein fucking Gladiator bist. Was soll ich denn machen? Ich bin auch ein Gladiator, guck mich mal an. Na, zitterst du schon? Es ist an der Zeit für einen neuen König. Mein Gott, Alter, meine Nachbarn schlafen wirklich. Ich komme mit der Polizei. Aber astreines Rollenspiel. Ich gehe wirklich nächste Woche GTA spielen. Mann, Nori, Rex, reiß dich jetzt zusammen. Mann, ich mache nur Spaß, weil ich sind Freunde. Aber ich glaube, Merle denkt, weiß nicht, dass ich Spaß mache, sondern die ist wirklich sauer. Digga, ich glaube, Jonas, der liebt das Roleplay schon auch selber. Der ist Fan, der hat schon eingeschaltet. Ich glaube, Jonas guckt drüben Basti und fragt sich, warum er alles doppelt hört. Hab ich hier noch einen doppelten Tab? Bro, der schaut Basti und schreibt in den Chat, dass er dich scheiße findet. Der schreibt Adresse in den Chat, der geht mit unter. Der nimmt uns beide mit. Wenn er schon nicht schlafen kann, ich in Zukunft auch nicht mehr. Digga, wenn ich dann, du auch nicht. Digga. Oh mein fucking Gott. Wir gehen zusammen unter, schreibt er. Oh. Der hängt so durch, ne? Be right back, ich will noch ein bisschen was schaffen. Aber eigentlich ist es schon viel zu spät wieder. Be right back. So, eine weitere Folge geht zu Ende. Ich bin noch nicht so sicher, ob ich das Mauspad lasse oder ob ich wieder zurück switche auf Grau. Es war auf jeden Fall ein schöner Exkurs in dieser Farbe. Wir haben, ja, anstrengende Arbeiten gemacht, aber das Loch formt sich in eine Richtung. Es sieht viel besser eingearbeitet aus. Es kommt noch so viel mehr da rein. Nur jetzt aktuell die Decke auf der ersten Etage. Das muss mit sehr, sehr viel Detailarbeit und mit sehr viel Liebe gemacht werden. Und mir gefällt das aber, dass wir uns dafür auch aktuell die Zeit nehmen. Wir sind bei über 50% und ich weiß auch, wie ich das jetzt noch besser machen möchte und besser hinbekomme. Ja, es zieht sich auf jeden Fall, was soll ich halt sagen. Aber wenn das am Ende fertig ist. Es sieht halt wirklich viel, viel besser aus. Ich finde es auch sehr, sehr gut, wie wir hier gerade auch nochmal das Ganze ein bisschen dicker machen. Ist jetzt einfach nicht so eine dünne Scheiße, also wirklich so ein dünnes Stück Papiers. Da kann man auf jeden Fall noch schön viel mehr rausholen. Ich glaube, ich muss das generell wie hier auch einfach dicker machen noch. Das ist hier noch nicht so gut gelungen. Würde mich aber auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Like da lasst. Abonniert den Kanal. Ich danke euch fürs Zusehen. Schaut auf dem Main Channel vorbei. Dort kommt ja auch jeden zweiten Tag ein geiles Video. Weiterhin auf euch beide Kanäle aktiv bespielt. Schaut auf WhatsApp vorbei. Der Kanal, der ist unten in der, also als angepinnter Kommentar verlinkt. Danke für alles. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.